Darf eine Schwester einem Mann oder einem Scheich oder einem Bruder sagen, ich liebe dich vor Allah? Barakallahu fikum, dieses Wort, ich liebe dich vor Allah, subhanahu wa ta'ala, könnte etwas natürlich verursachen. Und da sollte die Frau ihren Schamgefühl hüten und behalten und bewahren, indem sie sowas einem Mann nicht sagt. Auch wenn sie den Scheich vor Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Das bedeutet, sie liebt den Scheich nicht jetzt als Liebe zu Ehemann oder zu einem Verlobten oder zu einem zukünftigen Partner, sondern sie liebt ihn, weil er ihr die Religion beibringt, weil er ihnen den Islam beibringt. Okay, das ist kein Problem. Ich meine, wir lieben unsere Gelehrten und unsere Lehrerinnen, die uns was beigebracht haben. Aber diese Liebe ist sozusagen wie Liebe Vater und Tochter oder Mutter und Sohn, aber nicht aber in einer anderen Richtung. Aber wenn du jetzt einem Scheich sagst, ich liebe dich vor Allah subhanahu wa ta'ala, was wird das vorrufen? Deshalb sollte man vorsichtig sein bei solchen Themen. Wallahu ta'ala a'lam. Ich meine, dazu auch, wir wissen ja, eigentlich eine Frau kann einem Mann sagen oder Männer sagen, Assalamu alaikum, auf der Straße. Oder ein Mann sagt Frauen. Ja, aber dies wird missbraucht von einigen Leuten. Deshalb sagen wir nein. Nicht, weil das nicht geht, sondern weil die Wirkung, die daraus entsteht, wenn man das macht, schlimm ist. Und das führt zu Fitna. Wallahu ta'ala ala wa ala.